Ja, meine Damen und Herren, Sokrates und Skeptizismus, danke Volker für die nette Einführung, werden jetzt auch hier Thema sein. Denn nachdem wir heute ja nun schon in die Enzyklopädie eingeführt worden sind, reisen wir jetzt sozusagen zeitlich wieder zurück, und zwar in das Jahr 1746. Im Jahr 1746 veröffentlicht Diderot anonym und angeblich in Den Haag seine Pensée-Philosophie, seine philosophischen Gedanken. Es ist die erste eigenständige philosophische Schrift von Diderot. Die im Jahr zuvor erschienenen Prinzip de la Philosophie Morale sind nämlich eine Übersetzung von Lord Shaftesbury's Traktat Inquiry Concerning Virtue or Merit, die Diderot avec Reflexion, mit Reflexionen versehen hat, was zu einer, wie es genannt wurde, eigenwilligen Mischung aus Übersetzung und eigenen Reflexionen geführt hat. Die Pensée werden nach ihrer Veröffentlichung umgehend vor dem Pariser Parlament, die Jansenisten, angeklagt. Das Gericht stellt fest, mit vorgetäuschter Unentschiedenheit werden alle Religionen auf dieselbe Stufe gestellt, sodass schließlich keinerlei Religion anerkannt wird. Das Urteil vom 7. Juli 1746 stuft das Buch als Verstoß gegen die Religion und die guten Sitten ein. Wie schon Voltaires philosophische Briefe wird Diderots Buch vom Scharfrichter öffentlich zerfetzt und auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Es wird praktisch hingerichtet. 1746 ist aber eben nicht nur das Jahr der ersten philosophischen Veröffentlichung Diderots, er war ja da schon 43 Jahre alt. Es ist auch das Jahr, in dem er Mitarbeiter des Enzyklopädie-Projekts wird und bei dieser Gelegenheit D'Alembert kennenlernt. Die Pensée-Philosophie enthalten 62 Aphorismen, die Diderot später noch um einen Anhang von 74 Aphorismen erweitert hat. Die Datierungen in den Ausgaben gehen auseinander, ich bin dem nicht nachgegangen, aber sie werden immer zusammen abgedruckt. Die Aphorismen des Anhangs bestehen fast ausnahmslos aus ein oder zwei Sätzen, sind sehr viel kürzer also als die der 1746 veröffentlichten Pensée. Der Anhang hat nur ein Drittel des Umfangs der auf dem Scheiterhaufen verbrannten Schrift. Und ich werde mich jetzt ganz an die Aphorismen dieses 1746 verbrannten Buches halten. Die philosophischen Gedanken sind Aphorismen und stehen damit in der Tradition der französischen Moralisten, besonders aber in der Tradition des für Diderot, wir haben es heute gehört, lebenslang wichtigen Begründers des englischen Empirismus, Francis Bacon, des wahren Stammvaters des englischen Materialismus und aller experimentierenden Wissenschaft, wie Marx in der heiligen Familie sagt. Bacons Hauptwerk von 1620, das Novum Organum, Müller hat es heute schon erwähnt, kann bis heute als Programmschrift der experimentierenden Naturwissenschaften gelten. Von Diderot ist es jedenfalls als solch ein Programm gelesen worden. Der Titel Neues Organon, das neue Werkzeug, ist polemisch gegen das Organon des Aristoteles gerichtet, das als altes Werkzeug nach Bacons Auffassung für die Erneuerung der Wissenschaften ungeeignet war. So enthalten schon die ersten Sätze der Vorrede die für Diderot entscheidenden Gesichtspunkte. Zwischen der prahlenden Weisheit des Dogmatismus und der Verzweiflung an der Begreiflichkeit des Skeptizismus liege ein Weg, der schon in Griechenland beschritten worden sei. Zitat: Sie hielten es für besser, durch Erfahrung als durch Disputieren darüber ins Klare zu kommen, ob man denn überhaupt etwas wissen könne. Non disputare, sed experiri. Bacons Stoßrichtung gegen die Disputationskunst der Scholastik als einer Methode, die die Naturerkenntnis nicht erweitert, wird von Diderot natürlich geteilt. Dennoch wird er diese Formel korrigieren. Aus non disputare, sed experiri wird bei ihm disputare et experiri.
Kritische Diskussion und experimentelle Erfahrung werden, das will ich hier jetzt behaupten, in den philosophischen Frühschriften, besonders in dieser philosophischen Frühschrift, sind da noch einige andere, als die beiden möglichen Wege der Wissensvermehrung sozusagen begründet, zugrunde gelegt. Bacon überschreibt sein Werk mit dem Titel Aphorismi de Interpretatione Naturae et Regno Hominis, also Aphorismen von der Auslegung der Natur und der Herrschaft des Menschen. Nicht nur die Auslegung der Natur ist ein Anliegen Diderots, auch die Herrschaft des Menschen im Sinne von wissenschaftlicher Naturbeherrschung ist ein zentrales Anliegen von ihm. Die Form des Aphorismus verlangt nicht die systematische Gliederung, die von der Form der Abhandlung verlangt wird. Schon der Aphorismus als Form ist Kritik am scholastischen System und seiner Form. Die Argumente kreisen sozusagen um einen Kern und ihre Ordnung ist frei. Fast spielerisch werden von Diderot mögliche Pro- und Kontra-Argumente in lockerer Weise miteinander verzahnt und konfrontiert. Der erste Aphorismus, jetzt erstmal Bacon, dessen Novum Organum lautet: Der Mensch wirkt und weiß so viel, als er von der Ordnung der Natur durch Versuche oder durch Beobachtung bemerkt hat. Weiter weiß und vermag er nichts. Also aus Versuch und Beobachtung die Gesetze der Natur zu erkennen und anzuwenden, das ist die von Bacon als Königsweg der Erkenntnis herausgehobene Induktion. Und auf dieses Prinzip, dieses Programm, weist Diderot in den philosophischen Gedanken mit dem Begriff der experimentellen Physik hin. Methodenprobleme der Naturerkenntnis sind nicht das Thema der philosophischen Gedanken, aber in mehreren Aphorismen wird auf Beobachtungen als Beweis oder Beweise für die Triftigkeit von Aussagen über die Natur hingewiesen. Auch wird mehrfach der Aufbau der Materie aus kleinsten Teilchen angesprochen. Er spricht hier noch ganz unsystematisch sowohl von Molekülen als auch von Atomen. Der Begriff Materialismus erscheint auch beiläufig in den philosophischen Gedanken. Und der Begriff der Materie ist schon durch zwei Bestimmungen klar gekennzeichnet, nämlich, dass die Materie seit aller Ewigkeit existiert, erstens, und dass die Bewegung zu ihrem Wesen gehört. Ich glaube, daran hält er auch ein Leben lang fest. Das eigentliche Thema, den thematischen Kern der Aphorismen, gibt der erste Satz der Poesie an. Ich schreibe über Gott. In den ersten fünf Aphorismen werden die Leidenschaften umgewertet. Zitat: Es ist der Gipfel der Torheit, sich die Unterdrückung der Leidenschaften vorzunehmen. Eine solche Unterdrückung bringe wahre Unmenschen hervor. Der Gegensatz zur ethischen Tradition des Christentums ist eröffnet. In den folgenden Aphorismen werden falsche Bilder Gottes der christlichen Tradition in Widersprüche verwickelt. Die falschen Auffassungen von Gott und der Natur gehören dem Reich des Aberglaubens an. Der Aberglaube, schreibt Diderot, ist für Gott beleidigender als der Atheismus. Aber dem Atheisten kann nur der Deist die Stirn bieten. Damit ist sozusagen das Argumentationsziel der philosophischen Gedanken heraus. Im Gegensatz zur kirchlichen Tradition der Verdummung des Menschen durch Leidenschaftsunterdrückung, Einschüchterung, falsche Kosmologien und Wundererzählungen, eben die ganzen finsteren Ideen des Aberglaubens, wie die Diderot, will er zeigen, dass ein Vernunftgott existiert. Er hat sich noch nicht zum Atheismus durchgearbeitet, aber sein Deismus, von Locke und Voltaire natürlich beeinflusst, steht schon auf zwei gefährlichen Säulen, die ja auch nicht halten werden. Die eine ist die experimentelle Physik. Zitat: Nicht von der Hand der Metaphysiker kamen die schweren Schläge, die der Atheismus empfing. Wenn diese gefährliche Hypothese, also der Atheismus, heutzutage wankt, so gebührt die Ehre dafür der experimentellen Physik.
Nur in den Werken Newtons und anderer Wissenschaftler fand man ausreichende Beweise für die Existenz eines höchst intelligenten Wesens. Dank den Leistungen dieser großen Männer ist die Welt nicht mehr ein Gott, sondern eine Maschine mit Rädern, Seilen, Hebzeugen, Federn und Gewichten. Die Ordnung der Natur ist der Beweis für die Existenz einer Schöpferintelligenz der Welt. Ist dies das Göttliche, schreibt Diderot, nicht im Auge einer Milbe ebenso stark ausgeprägt wie das Denkvermögen in den Werken des großen Newton? Wie die Erschaffung der Welt soll weniger Intelligenz beweisen als die Erklärung der Welt? Was für eine Behauptung! Die zweite argumentative Säule für den Deismus ist der Skeptizismus. Wenn die Frommen, sagt Diderot, gegen den Skeptizismus loslegen, so verstehen sie, wie mir scheint, ihr Interesse schlecht oder widersprechen sich selbst. Wenn es feststeht, dass man einen wahren Kult, um ihn anzunehmen, und einen falschen Kult, um ihn aufzugeben, nur genau zu kennen braucht, so wäre es zu wünschen, dass ein allumfassender Zweifel sich auf der Erde verbreite und dass alle Völker die Wahrheit ihrer Religion ernsthaft in Zweifel ziehen. Der Zweifel des diderotischen Skeptikers ist das Mittel, um den wahren Vernunftgott von den falschen Kulten der abergläubischen Religionen zu befreien. Dem Skeptiker fällt eine besondere Aufgabe bei der Unterscheidung von wahrer und falscher Religion zu. Im Aphorismus 31 heißt es, der Skeptizismus ist also der erste Schritt zur Wahrheit. Denn, so lautet das Argument, was man niemals in Frage gestellt hat, ist überhaupt nicht bewiesen worden. Oder was man nicht vorurteilslos geprüft hat, ist überhaupt nicht geprüft worden. In diesem Sinne hatte Diderot im vorangegangenen Aphorismus 30, das ist hier der zentrale für mich heute, den Skeptiker folgendermaßen bestimmt. Was ist ein Skeptiker? Ein Philosoph, der alles bezweifelt, was er glaubt, und der nur das glaubt, was ihm der rechtmäßige Gebrauch seiner Vernunft und seiner Sinne als wahr bewiesen hat. Wollt ihr es noch genauer wissen, so macht den Pyrrhonäer aufrichtig, dann bekommt ihr den Skeptiker. Diderot bestimmt den Skeptizismus also als notwendige Stufe im Prozess der Wahrheitsfindung. Skeptizismus wird hier ein Prüfverfahren, dessen Gegenstand die Vorurteile sind, die jeder immer schon mitbringt und die sozusagen herrschen. Der Zweifel ist eine notwendige Voraussetzung wahrer Sätze. Solche Sätze sind bewiesene Sätze, wenn sie zwei Instanzen gegenüber standhalten, dem rechtmäßigen Vernunftgebrauch und dem rechtmäßigen Gebrauch der Sinne. Haben Sie die Prüfung vor diesen beiden Instanzen bestanden, ist der Zweifel beendet. Es liegen Sätze vor, die dem Zweifel entzogen sind. Der skeptische Zweifel ist Ausgangspunkt eines Verfahrens, an dessen Ende wahre Sätze stehen können. Wer nicht zweifelt und dann prüft, verbleibt ein Gefangener im Reich des Aberglaubens und der Vorurteile. Damit ist der Zweifel funktionalisiert. Er ist eine erkenntnistheoretische Wahrheitsbedingung. Skeptizismus ist also ein Durchgangsstadium bei der Verwandlung von Vorurteilen in bewiesene Urteile. Wissen kann das Wissen gelten, wenn es das Prüfverfahren vor der Vernunft und den Sinnen bestanden hat. Und nun deswegen muss Diderot seinen Skeptizismusbegriff von dem pyrrhonischen Skeptizismus scharf abgrenzen. Der Pyrrhonäer sei nämlich ein unaufrichtiger Skeptiker. In seinem Enzyklopädieartikel Pyrrhonische oder skeptische Philosophie schreibt Diderot, in dieser Schule behauptete man, es gebe nichts Bewiesenes und nichts Beweisbares. Das reelle Wissen sei nur ein leerer Name. Alle Dinge, über die ein Philosoph diskutieren könne, blieben trotz aller seiner Bemühungen stets von der dichtesten Finsternis bedeckt. Je mehr man forsche, desto weniger wisse man. Und so seien wir denn dazu verurteilt, von Ungewissheit zu Ungewissheit, von Meinung zu irren, ohne jemals einen festen Punkt zu finden.
von dem wir ausgehen und zu dem wir zurückkehren könnten, um Halt zu machen. Daraus folgerten die Skeptiker, dass es lächerlich sei, etwas zu definieren, dass man nichts versichern dürfe, dass der Weise bei allem sein Urteil aufschiebe, dass er sich nicht von dem Trugbild der Wahrheit betören lasse. Dass ihm also die Natur der Dinge zwar nicht klarer sei als den entschiedensten Dogmatikern, aber die Torheit der menschlichen Vernunft immerhin besser bekannt. Diese kurze Zusammenfassung der pyrrhonischen Auffassungen ist eine ganz sehr angemessene Wiedergabe der nach ihrem Begründer Pyrrhon von Elis benannten Skepsis, wie sie der Skeptiker und Arzt Sextus Empiricus um 200 unserer Zeitrechnung in seinen beiden Werken Grundriss der pyrrhonischen Skepsis und gegen die Wissenschaftler dargelegt hat. Dieser Grundriss hat in der frühen Neuzeit eine große Karriere gemacht. Er ist dann zuerst 1562 in Paris in einer lateinischen Übersetzung gedruckt worden, 1569 das Gesamtwerk, 1621 das griechische Original. Und besonders durch die Essays Montaignes und den Dictionnaire Bayles, meiner zweiten Figur jetzt, hat der Pyrrhonismus einen kaum zu unterschätzenden Einfluss auf die französische Aufklärung ausgeübt. Diderot war uns mit beiden Autoren vertraut, er zitiert und kritisiert sie und schreibt, der Skeptizismus hatte weder in der Antike noch in der Moderne einen gefürchteteren Kämpfer als Bayle. In seinem Enzyklopädiatik. Bayles Programm lautete, das notwendige Scheitern aller Versuche darzutun, mittels vernünftiger Einsicht zu einer geschlossenen Weltsicht zu gelangen. 1690 ist das erschienen. Die Skepsis stellt bei ihm, anders als bei Diderot, das Mittel zur Destruktion der Vernunftwahrheiten dar. Alle Sätze, die mit dem Anspruch auftreten, ihre Wahrheit beruhe auf vernünftiger Begründung, werden von Wählen akribischerweise durch Gegenargumente als fehlerhaft erwiesen. Das gesamte Diktionär, das waren fast 90% Fußnoten, ist das in eigenen Worten eine Sammlung der Fehler, die sowohl den Verfassern von Wörterbüchern, Schriftstellern unterlaufen waren, schreibt er 1690 in einem Brief. Die menschliche Vernunft, schreibt er, ist ein Prinzip der Zerstörung, der Destruktion und nicht der des Aufbaus der Edifikation. Sie kann nichts anderes als Zweifel hervorzubringen und sich von rechts nach links drehen, um in einem ewigen Disput, hervorzubringen. Die Vernunft kann also nach Bayle ihren eigenen Wahrheitsanspruch nicht einlösen. Im Gegenteil, sie verwickelt sich in diesen unendlichen, nicht auflösbaren Disput. Der Nachweis dieses prinzipiellen Unvermögens der Vernunft steht bei Bayle natürlich unter dem Verdacht, einem konsequenten Skeptizismus gar nicht genügen zu können. Ein konsequenter Skeptizismus muss sich selbst einschließen. Er kann konsequenterweise niemals behaupten, dass Wahrheit prinzipiell nicht zu finden wäre. Es gibt keine Wahrheit, ist kein skeptischer, sondern ein dogmatischer Satz. Der konsequente Skeptiker kann als Skeptiker nie ausschließen, dass wahre Sätze möglich sind. Ihm sind sie nur bis jetzt nicht bekannt geworden. Für Bayle ist nun der Skeptizismus nicht Selbstzweck, sondern er braucht die eben genannte Inkonsequenz für seine beiden Ziele, die er mit der Diskreditierung der Vernunft erreichen will. Das sind zwei. Erstens will er religiöse und politische Toleranz. Ist der Wahrheitsanspruch aller Sätze einmal untergraben, soll derjenige, der meint, über solche Sätze zu verfügen, wenigstens von der gewalttätigen Durchsetzung des Wahrheitsanspruchs seiner Sätze absehen. Zweitens dienen, wie die Herausgeber der Neuedition sehr schön sagen, dienen Bayle die in Trümmer gelegten Hypothesen dazu, den Sprung in den Glauben zu erzwingen und seinen Fideismus zu etablieren. Bayle rückt also den Glauben immer wieder in möglichst große Distanz zur Rationalität und zeigt seine Unfassbarkeit für die Vernunft, die nicht das Geringste von ihm zu begreifen vermag,
Nicht einmal die bloße Existenz Gottes kann sie verwirren. Ganz programmatischer Satz, ich musste also das Wissen aufheben, um zum Glauben Platz zu bekommen, hat also eine ältere Tradition und ist vom Bayesischen Pluralismus 100 Jahre vor Kant schon radikal realisiert worden. Aber schon in der Spätantike hatten einzelne Kirchenväter von dem skeptischen Instrumentarium Gebrauch gemacht, um durch den Nachweis der Unerkennbarkeit der Welt für die Vernunft, durch die Vernunft, die Offenbarungswahrheit als einzig mögliche zu erklären, als einzig mögliche Wahrheit und den Glauben als exklusiven Zugang zu dieser Wahrheit. Die Instrumentalisierung des Skeptizismus für den Fideismus lässt Bayle als eine Art aufgeklärten Kirchenvater erscheinen. Über die Woche sammelt er die Fehler der Vernunft, am Sonntag geht er in die Kirche. Auch der junge Diderot instrumentalisiert den Skeptizismus, aber nicht für den Glauben. Fideismus will er nicht, ganz, ich hatte es schon gesagt. Seine Instrumentalisierung des Skeptizismus soll 1746 noch seinen Deismus Die Ordnung der Natur beweist den Vernunftgott des Deismus. Die Existenz Gottes ist, Zitat, durch die Werke des großen Juden verwirrt. Wenn das zutrifft, dann soll der Skeptizismus diesen Vernunftgott, diese höchste Intelligenz, gegen den dogmatischen Aberglauben der Kirche schützen. Diderot will Gott vom Aberglauben säubern. Zitat, man braucht dem Kind eine der gewichtigsten Wahrheiten auf eine Weise ein, die diese Wahrheit eines Tages vor dem Richterstuhl seiner Vernunft in Verruf zu bringen vermag. Und Diderot differenziert, der Deist leugnet die Offenbarung, dass es er, der Theist und der Fideist, lässt sie zu. Die Differenz zu Bayle kommt klar zum Ausdruck. Die Zeit der Offenbarung, der Wunder und der außerordentlichen Sendung ist vorbei. Das Christentum hat diese Aufmachung nicht mehr nötig. Unter Wunder und Autorität können Narren und Heuchler schaffen. Die Vernunft allein schafft Gläubige. Und dann im 57er Aphorismus, ich bin Christ, weil es vernünftig ist. 1746 ist Diderot Gott. Vernunft kompatibel oder eben gar nicht. Und dazu wird es dann ja auch in den nächsten 2 Jahren kommen. Aber er wendet sich gegen Bayle nicht nur in seiner Gottesauffassung. Er hatte ja den Skeptiker als den Philosophen bestimmt, der nur das glaubt, was ihm der rechtmäßige Gebrauch seiner Vernunft und seiner Sinne als wahr bewiesen hat. Im Gegensatz zu Bayle traut Diderot der Vernunft wahre Sätze zu, sofern eben dieser rechtmäßige Gebrauch vorliegt. Diese wahren Sätze sind auf der einen Seite Vernunftschlüsse und dann die Sätze der experimentellen Physik, Vernunft und Sinne. Somit verfolgt Diderot mit seiner Instrumentalisierung des Skeptizismus 2 ganz andere Ziele als Bayle. Der Skeptizismus soll den Weg bereiten für wahre Sätze, natürlich jetzt, wir haben es gehört, über die Existenz Gottes. Zweitens, und das ist ab jetzt für uns wichtig, auf Beobachtung und Experiment gegründete und durch Induktion gewonnene Sätze über den materiellen Aufbau der Natur und ihre Gesetzmäßigkeit. Diderots Skeptizismus begründet keinen Vernunft- und Erkenntnispessimismus, sondern ist im Gegenteil ein notwendiger Motor zur Vermehrung von dem Wissen von der Welt. Dazu muss er natürlich mit diesem Pyrrhonäer, und ich komme da doch kurz nochmal darauf zurück, entscheidend brechen. Wir reisen jetzt sozusagen von Paris mal nach Griechenland kurz. Diderot schreibt, man soll von mir verlangen, dass ich die Wahrheit suche, aber nicht, dass ich sie finde. Wer Wahrheit sucht, rechnet jedenfalls mit der Möglichkeit, dass es sie gibt. Für Diderots gegen den Pyrrhonismus gerichtete und damit immer gegen Bayle gerichtete Auffassung von Skepsis ist es von entscheidender Bedeutung, das Argumentationsprinzip der Pyrrhonäer zurückweisen zu können. Sechstes schreibt, wir sagen nun, das Kriterium der skeptischen Schule, die Pyrrhonäer, sei das Erscheinende. Okay, war das, Entschuldigung.
Wir sagen nun, ist das so? Ja, ja. Okay, ich sprich wirklich. Wir sagen nun, das Kriterium der skeptischen Schule sei das Erscheinende, wobei wir den Sinn nach die Vorstellung so nennen. Denn da sie in einem Erleiden und einem unwillkürlichen Erlebnis liegt, ist sie fraglos. Ja, ist jetzt super. Ist sie fraglos. Deshalb wird niemand vielleicht zweifeln, ob der zugrunde liegende Gegenstand so oder so erscheint. Ob er dagegen so ist, wie er erscheint, wird in Frage gestellt. Die pyrrhonische Skepsis hat vielfältige Argumentationstypen, Tropen, bei denen ausgebildet, um sich gegen jeden Wahrheitsanspruch abzusichern. Immer wenn jemand Behauptungen mit einem solchen Anspruch erhebt und einem solchen Anspruch auftritt, versucht der Pyrrhonäer zu zeigen, dass die gegenteilige Behauptung den gleichen Wahrheitsanspruch erheben kann. Das ist das Entscheidende. Und auf diese Entgegensetzung gleichwertiger Argumente, die sich gegenseitig aufheben, ist die pyrrhonische Isostenie. Dogmatische Behauptungen liegen nach Sextus eben dann vor, wenn sie sich hinter den Erscheinungen verborgene Dinge beziehen. Vielmehr, sagt er, behaupten wir nicht zu dogmatisieren, in dem Sinne, in dem einige Dogma die Zustimmung zu irgendeiner der in den Wissenschaften erforschten verborgenen Sachen nennen. Denn keinem der verborgenen Dinge stimmt der Pyrrhonäer zu. Einzig die Erscheinungen verlangen in einer erlebnismäßigen Vorstellung Zustimmung. Und diese Zustimmung ist ein unwillkürliches Erlebnis. Dass Hühnung nicht süß schmeckt, ist als Erscheinung nicht zu bestreiten. Sofern jemand ihm so ein Erlebnis hat, das kann er erzählen. Dass Honig süß ist, muss als dogmatische Behauptung über einen verborgenen Sachverhalt zurückgewiesen und offen gelassen werden. Der Wahrheitsgehalt der Negation ist ebenso fraglich wie die Behauptung selbst. Dem Dogmatisieren entgeht nur derjenige, der seine Zustimmungsverweigerung ausnahmslos auf alle Ist-Behauptungen bezieht. Nur Sätze von Typus irgendx erscheinen mir jetzt als F sind vom skeptischen Standpunkt zugelassen. Bejahung und Verneinung für den Skeptiker sind Bejahung und Verneinung mit einem Wahrheitsanspruch gleichermaßen verboten. Anlässlich des Argumentationstypus der Relativität, des Tropus, alles ist relativ, darf der Skeptiker ja nicht sagen, stellt also Sextus heraus, die Grundregel, man muss dann wissen, dass wir ist, wie auch anderswo, ist anstelle von Erscheinung brauchen. Alles erscheint relativ. Aussagen über die Welt sind nur in der Form des Sohns und Scheinens ohne irgendeinen Wahrheitsanspruch möglich. Auch die Pyrrhonäer betrieben ihren Skeptizismus nicht als Selbstzweck. Ihre Instrumentalisierung der Skepsis ist ethisch. Ein Kampf gegen eine dogmatische Theologie, die Scheiterhaufen und Bücherverbrennungen als Argumente verwendete, hatten sie im Hellenismus und der karolischen Kaiserzeit nicht zu führen. Das individuelle Glück als Realisierung des gelingenden Lebens war das zentrale Anliegen aller hellenistischen Philosophenschulen, also auch der Pyrrhonäer. Und sein Argument ist eben, Montaigne wird das dann ja deswegen Pyrrhonäer sein, der Dogmatiker verfehlt mit seinem eingebildeten Wissen genau das, wofür er den argumentativen Aufwand treibt, die Seelenruhe und das Glück. Die Argumente des Skeptikers werden von Sextus daher auch in einem berühmten Vergleich als Abführmittel bezeichnet, weil sie zusammen mit den im Körper vorhandenen Stoffen sich selbst abführen, das heißt sich selbst ausschalten. Ziel solcher Argumentationen bei den Pyrrhonen bei Sextus ist nie in keinem Fall eine Erkenntnis, sondern nur die Zurückweisung dogmatischer Wahrheitsansprüche. Ist dieses Ziel durch diese Isostenie, diese Gleichwertigkeit erreicht, dann kann sich bei dem der Skeptiker zur Urteilsenthaltung sozusagen, sich im Zustand der Urteilsenthaltung befindet, stellt sich zufällig Seelenruhe und Glück bei ihm vielleicht ein. Weiß er ja auch nicht. Diderot ist nun im Gegensatz zu Bayle
der von der pyrrhonischen Isosthenie ja nun exzessiven Gebrauch gemacht hat in seinem Dictionär, nicht der Auffassung, dass zu jedem Satz eine gleichwertige Verneinung gefunden werden kann. Wer wahre Sätze von falschen unterscheiden will, der braucht Wahrheitskriterien. Die Denunziation aller Behauptungen, die Auskunft über hinter den Erscheinungen liegende verborgene Dinge, und das sind Hohlbeine, auf die Durst stand dann die Naturgesetze. Eine solche Behauptung, dass es das nicht gäbe, hält die Doro für falsch. Es gibt eben Sätze, deren Wahrheitsanspruch bewiesen werden kann und solche, deren Wahrheitsanspruch widerlegt werden kann. Einsehbarkeit, Nachvollziehbarkeit von Argumenten beruhen nach die Doro auf dem Kriterium des rechtmäßigen Vernunftgebrauchs und des rechtmäßigen Gebrauchs der Sinne. Wir hatten es gesehen. Isosthenie, pyrrhonische Isosthenie, ist nur unter der Bedingung möglich, dass es keine Kriterien gibt, bestimmte Sätze vor anderen als, ist eben schwierig, aber zumindest als wahrscheinlich herauszuzeichnen. Diderot hat von dieser Isosthenie und deswegen von dem Bell'schen Prinzip nichts gehalten, so sehr das Diktionär verehrt hat. Deswegen nennt er die Pyrrhonäer auch unaufrichtig und kleinmütig. Ihr Programm ist sozusagen ein Wahrheitsverhinderungsprogramm. In einem solchen Programm muss die Wahrheit auch nicht gesucht werden. Argumente sind eben nun für die Gewohnheit keine Art Fürmittel, sondern Mittel für möglichst wahre Sätze. Welcher Art ist also die Gewohnskeptizismus? Im Prospekt der Enzyklopädie heißt es in der Passage über die Handwerker: Bei ihnen mussten wir die Aufgabe erfüllen, deren Sokrates sich rühmte, die mühsame und schwierige Aufgabe der Entbindung des Geistes, Obstetrix, Animierung, das Hebammenbild, das wir ja alle kennen. Damit, mit diesem Bild hat Sokrates seine Tätigkeit charakterisiert. Er hilft den von ihm befragten Wissen sozusagen zu gebären. Sie tragen es irgendwie in sich, wie der Handwerker, der weiß, was er, aber nun muss man es auf den Begriff bringen, das soll die Stelle ja wohl sagen. Er muss es nur aus dem Dunkel des unreflektierten Vorwissens ins Licht der Vernunft heben. Fragen sind bei Sokrates das Mittel, die notwendige Reflexion in Gang zu setzen, und die kann bei den Befragten dann den Raum öffnen, auf eigene Lösungswege zu kommen. Sokratische Fragen werden den Befragten dazu bringen, die Mängel seines Vorwissens einzusehen. Er kommt eben zu der Einsicht, dass sein Vorwissen gar kein Wissen ist. Das, was er für sein Wissen hielt, ist Scheinwissen. Nach Platons Darstellung nannte Sokrates diesen Typus von Wissen Meinung. Der hartnäckige Kern solcher Meinungen besteht eben darin, dass sie sich für Wissen halten. Meinungen wissen nicht, dass sie Meinungen sind, so wie Vorurteile nicht wissen, dass sie Vorurteile sind. Der allen bekannte Fall dieser Struktur ist der Irrtum. Der Irrtum weiß von sich nicht, dass er Irrtum ist, und derjenige, der sich irrt, meint eben zu wissen. Es ist eben ein struktureller Zustand der Selbsttäuschung. Und sokratisches Fragen will den hartnäckigen Kern des Scheinwissens knacken. Und deswegen, und dafür, das nennt Sokrates Rechenschaft geben bei ihm. Und das heißt, das wissen wir alle, Behauptungen und Sätze müssen begründet werden können. Diderots Auffassung in dem philosophischen Gedanken, dass Wissen aus begründeten oder bewiesenen Sätzen besteht, entspricht sozusagen dem Rechenschaftgeben des Sokrates. Das meinende Vorwissen und seine Formen wie Aberglauben und Vorurteile, dagegen sind in Wissensformen, die mangelhaft begründet und daher nicht rechenschaftsfähig sind. Diderot war ja nun auch persönlich, wir haben es ja heute schon gehört, im persönlichen Umgang im Salon ein Meister der Gesprächsführung. Philipp Blom erzählt Geschichten, die sozusagen fast sokratischen Charakter haben. Und er hat in der Haft in Vincennes, dann 3 Jahre später, hat er dort auch die Apologie, in der Sokrates ja sein Nichtwissen, nein, das Wissen seines Nichtwissens, das rätselhafte Wort, darstellt, übersetzt. Und Diderot hat ja lebenslang, glaube ich, kann man nicht sagen, aber er hat mehrere Hauptwerke in der Dialogform, in der sokratischen Form, immer wieder verfasst, mit den
D'Alembert's Traum, ne? Ein großer Dialog und so weiter. Dann war natürlich auch noch, das aber meine ich, ist nicht dann die entscheidende Erklärung für diese Dialogform, da weisen dann, was Herr Geier drauf fiel, dass er ein leidenschaftlicher Theaterbesucher war. Daran liegt es, glaube ich, nicht. Sokrates in den Gesprächen beherrscht nur das Prüfverfahren, das richtige Fragen. Es ist eben eine Methode, Lösungen zu finden. Er muss nicht selbst die richtige Antwort wissen, sondern er muss das Vorwissen seiner Gesprächspartner als Raum des Nichtwissens sozusagen lokalisieren können. Und dann müssen die Bezüge zum Gebäude des übrigen Vorwissens des Befragten hergestellt werden. Und wenn dann Widersprüche entstehen und darauf sind also Sokrates und Diderot immer aus, so kann der Befragte lernen, dass er sich sozusagen in einer Ruine falscher Meinungen eingehaust hat. Sokratisches Fragen ist nun sozusagen Anleitung zur Reparaturarbeit an der Wissensruine. Diese Reparaturarbeit wollen Diderot und die anderen Aufklärer für die Menschheit, für alle Einzelnen leisten. Sie übertragen das sokratische Programm auf die Menschheit. Wissenschaftliches Erforschen, der hinter dem, ich habe es heute gelernt, nicht auf Sklaven unbedingt, aber ich glaube, man kann es ruhig gutwillig so leben. Wissenschaftliches Erforschen der hinter den Erscheinungen verborgenen Dinge wäre dann die schrittweise Renovierung dieser Ruine, dieses Gebäudes, das uns unbekannt ist, zu weit. Umwandlung von Aberglauben in begründete Sätze, von Vorurteilen in Urteile. Und in diesem Sinne war das sokratische Fragen richtiger Vernunftgebrauch. Gelten kann nur das Begründbare. Deswegen ist Sokrates nicht nur der Altmeister der Frage, sondern eben auch Symbolfigur, Wappenschild, Nietzsche in der Geburt der Tragödie sagt, sozusagen der europäischen Wissenschaft. Und dafür haben ihn die Athener auch hingerichtet und dafür hat Diderot ihn wohl ein Leben lang verehrt. Sokrates nicht wissen ist nämlich so zu verstehen, dass er nicht auch Thesen vertreten hätte und bestimmte Begriffsdefinitionen für zumindest richtiger als andere gehalten hätte. Als Paradigmen stabilen Wissens galten für ihn die Sätze der Mathematik und die Sachkunde der Handwerker. Was falsch ist, hat er immer gewusst. Was richtig ist, hat er nur selten gesagt. Vielleicht, weil er es wirklich nicht wusste, vielleicht, weil er wollte, dass die Befragten selber darauf kommen, dass die Vernunft es selber findet. Denn darin besteht ja die selbstbestimmte Kraft der Vernunft. Und darin ist Diderot Sokrates und nie Piron oder Bayle gefolgt. Die Überprüfung der Wahrheitsansprüche, mit denen dogmatische Vormeinungen auftreten, zielt immer auf wahre Sätze. Im Gegensatz zu den pyrrhonischen Abführmitteln ist dieses Überprüfungsverfahren wahrheitsinteressiert. Aus Behauptung und Gegenbehauptung im platonischen Dialog sollen sozusagen stabilere Sätze gewonnen werden. Die Isosthenie, dieser Pyrrhonäer, will Diderot nicht, sondern durch sozusagen Begründen und Rechenschaft geben, sollen die Sätze verbessert werden. Das ist eben ein Wahrheitsermöglichungsprogramm. An die Stelle des sokratischen Fragens wird Diderot drei Hauptmittel von 1746 aus gesehen, der naturwissenschaftlichen Forschung setzen. In dem Aphorismus 15, der Gedanken zur Interpretation der Natur, schreibt er, wir haben drei Hauptmittel, Naturbeobachtung, Vision und Erfahrung. Die Beobachtung sammelt die Tatsachen, die Reflexion kombiniert sie, die Erfahrung prüft das Ergebnis der Kombination. Die Naturbeobachtung muss unablässig, die Reflexion tief, profond und die Erfahrung genau sein. Selten findet man diese Mittel zusammen. Naturbeobachtung, Reflexion und Erfahrung sind die Mittel, um zu wahren Sätzen über die Welt zu kommen. Das Sammeln beobachteter Tatsachen und ihre Kombination, das Motto der Enzyklopädie scheint, habe ich heute gelernt, die Kombination zu wahren Sätzen folgt sozusagen dem Ansatz, dem Induktionsprogramm Bacons. Es handelt sich um materialistische Naturerkenntnis. Die Prüfung der Allgemeinsätze wird von Diderot der Experience zugeschrieben.
Experience, hier mich jetzt zunächst mit Erfahrung übersetzt, kann auch mit Experiment übersetzt werden. In den philosophischen Gedanken hieß es, dass der wahre Skeptiker der ist, der nur glaubt, was ihm der rechtmäßige Gebrauch der Vernunft und der Sinne bewiesen hat. Die gewonnenen Sätze über die Gesetzmäßigkeiten der Natur müssen also, man kann hier durchaus an Popper denken, Erfahrungstests ausgesetzt werden und diese bestehen. So lange haben sie noch den Charakter von gut begründeten Hypothesen. Die Tiefe der Reflexion muss als rechtmäßiger Vernunftgebrauch aufgefasst werden. Hier hat der gemäßigte Zweifel, also der Skeptizismus, als sokratisches Fragen und kritisches Prüfen. Oder wie es am Anfang hieß, als erster Schritt zur Wahrheit, seinen methodischen Platz. Und deswegen werden nun die Diderot, d'Alembert, die Enzyklopädisten im Bereich der Naturwissenschaften das stabile Wissen ihrer Zeit, das auf der experimentellen Physik, der Praxis der Handwerke und der Aufkommen der Industrie beruhte, in ihrem großen Werk sammeln. Was die Vermehrung wahrer Sätze betrifft, sagt Diderot 1753, auch nochmal zur Aufklärung. Ich stelle mir das große Gehege der Wissenschaften als ein weites Feld von dunklen und hellen Stellen vor. Unsere Arbeiten müssen darauf abzielen, die Grenzen der hellen Stellen zu erweitern oder die Lichtquellen auf diesem Feld zu vermehren. Kein pluronischer Erkenntnispessimismus, sondern schrittweise Aufhellung der hinter den Erscheinungen verborgenen Dinge. Durch die Zusammenführung der drei Hauptmittel, Naturbeobachtung, Reflexion und Experiment, kann das gelingen. Und dann kann man sozusagen über die Sätze, die gefunden worden sind, Rechenschaft geben, wie Sokrates sagen würde. Deswegen nur ganz kurz noch vier Seiten des Skeptizismusbegriffs von Diderot. Erstens, Diderots Skeptizismus ist kein Pluralismus, sondern Wahrheitsprüfung mit dem Ziel der Wahrheitsfindung. Zweitens, Diderots Skeptizismus ist eine Haltung, die nach dem Vorbild des Sokrates vorgegebene Wahrheitsansprüche in kritischer Diskussion prüft. Also ein sokratisches Rechenschaft geben. Drittens, an die Seite des sokratischen Prüfens tritt die Erfahrung, die in der experimentellen Naturwissenschaft systematisch durchgeführt wird, sammeln, kombinieren und wieder prüfen, die Experimente. Und viertens, Diderots Skeptizismus ist dann nur noch, oder das heißt nur noch vom pyrrhotischen Standpunkt, ist er ja natürlich kein Skeptiker, ist dann Kritik auf der Grundlage des naturwissenschaftlichen Materialismus. Non disputare sed experiri, hieß Bacons Formel, und ich hatte gesagt, Diderot korrigiert, kritische Diskussion und Experiment, Sokrates und Bacon. Also disputare et experiri. Dankeschön.